Sadhguru, es ist schwer zu glauben, dass ich nicht der Körper bin und nicht einmal der Verstand. Nun, wenn du sagst oder fragst, ob ich nicht der Körper bin, ob ich nicht der Verstand bin, dann machst du es hypothetisch. Ich frage dich, ist es eine Tatsache, dass du diesen Körper angesammelt hast? Ist es eine Tatsache? Ist es eine Tatsache, dass der gesamte Inhalt deines Verstandes von außen angesammelt wurde? Ja. Was du also ansammelst, kann nicht du sein. Es ist also nichts Hypothetisches daran. Es ist bestimmt nicht du, nicht wahr? Aber existierst du noch? Also was soll ich dazu sagen? Nun, was du also fragst, ist, wer bin ich? Frage mich nicht, warum fragst du mich, wer bin ich? Dies geschah auf dem Flughafen von Cincinnati, du weißt schon, in Ohio, den Vereinigten Staaten. Leute standen Schlange, um an den Schalter der Fluggesellschaft einzuchecken. Und ein Mann kam in großer Eile, übersprang die Schlange, kam direkt zum Schalter, schob sein Ticket so und er will einchecken. Die Dame am Schalter sagte, der Herr, es gibt eine Schlange, bitte stellen Sie sich in die Schlange. Er sagte, nein, ich hab's eilig. Sie sagte, nun, alle haben es eilig. Bitte stellen Sie sich in die Schlange. Dann sagte er, wissen Sie, wer ich bin? Eine Beamtin wie du. Sie griff also prompt zum Mikrofon und sagte, hier ist ein Mann, der nicht weiß, wer er ist. Kann ihm jemand helfen? Jetzt kommst du und fragst mich, wer bin ich? Was soll ich dir sagen? Was immer ich dir sage, wird nur schön sein, wenn ich dir sage, du bist eine Verkörperung des Göttlichen. Wenn du gehst und zu Hause deine göttliche Natur auslebst, wird deine Frau dich verlassen. Wenn du zu Hause zu göttlich handelst, wenn du das in deinem Büro versuchst, wirst du mit Sicherheit gefeuert werden. Oder wenn ich dir sage, du bist ein Nichtsnutz, wirst du mir nicht glauben. Wenn ich dir sage, du bist ein Tropfen der Göttlichkeit, der Shiva vom Schoß gefallen ist, und hier bist du. Sag mir, was für eine Geschichte willst du? Eine angenehme Geschichte oder eine unangenehme Geschichte? Ich kann dir beide erzählen. Ich bin in beiden gut. Wenn ich dir eine unangenehme Geschichte erzähle, wirst du sie nicht glauben wollen. Wenn ich dir eine angenehme Geschichte erzähle, wirst du fantasievoll werden und verlierst all deinen gesunden Verstand. Aber wenn du es weißt, dann ist es eine andere Ebene des Verstandes. Mach dir also im Moment keine Gedanken, versuche nicht eine Schlussfolgerung zu ziehen. Wenn du diese Frage stellst, was du versuchst zu tun ist, du willst zu einer Schlussfolgerung kommen. Komme nicht zu einer Schlussfolgerung. Suche einfach, was nicht du bist, lass es uns beiseite lassen. Wenn du alles behältst, das nicht du ist, was du ist, muss übrig bleiben, oder? Ja oder nein? Was du nicht bist, wenn es entfernt wird, was du bist, muss übrig bleiben, nicht wahr? Wohin wird es gehen? Das heißt, falls du existierst. Nehmen wir an, du existierst nicht. Nehmen wir an, du existierst wirklich nicht. Zumindest das müssen wir herausfinden, nicht wahr? Dass ich nicht existiere. Angenommen, du bist eine Vedantin und glaubst, dass du nur Maya bist. Dann musst du zumindest das feststellen und nicht glauben, was jemand gesagt hat, nicht wahr? Wenn du nicht existierst, ist es nicht sehr, sehr, sehr wichtig, dass du herausfindest, dass du nicht existierst? Und wenn du nicht einmal existierst, was zur Hölle machst du durch? Warum all der Schmerz, warum all der Unsinn, warum all der Schwachsinn des Lebens, wenn es dich gar nicht gibt? Es lohnt sich nicht, wenn du nicht einmal existierst, nicht wahr? Ja, zumindest wenn du existierst und du irgendwo hinkommst, macht ein wenig Schmerz auf dem Weg dorthin nichts aus.
Ja, du erklimmst den Hügel. Du wirst die Spitze des Hügels erreichen. Auf dem Weg dorthin schmerzen deine Knie. Es ist okay, aber ich werde es schaffen. Du wirst nirgendwo hinkommen, nur die Beine schmerzen. Das willst du doch nicht, oder? Und du existierst nicht mal, aber die Beine schmerzen. Willst du das? Sicher willst du das nicht. Also musst du es herausfinden. Bei dieser einfachen Isha-Kriya geht es einfach darum, das beiseite zu lassen, was du nicht bist. Was du bist, darüber werde ich nicht sprechen. Ich will keine Aussage über dich treffen. Was du nicht bist, das wollen wir entfernen. Was du bist, finden wir heraus, was du bist.